Meine Damen und Herren, wir fahren mit den Beratungen und der Sitzung fort. Und ich darf Top 38 den Antrag der AfD-Setzpunkt Hessen zu einem attraktiven Zukunftsstandort für E-Sports machen aufrufen. Und als ersten Redner hat sich Herr Bolldorf von der AfD zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, ich finde es sehr bedauerlich, dass ich vor einem halbleeren Haus hier ein wichtiges Thema vortragen muss, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss überlegen, wenn Termine ausgemacht werden, dass man die dann auch einhält, dann muss man auch die Zeit. Ja, Frau Wissler, da könnte aber auch, na gut, bei Ihnen sind ja einige da. Ich fange dann an, um meine Redezeit nicht zu strapazieren. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Sie hat tiefgreifende Wirkung in sämtliche Bereiche unseres Zusammenlebens und verändert unsere Gesellschaft nachhaltig. So, meine Damen und Herren, befindet sich auch der Sportbegriff in einem Transformationsprozess. Vielen Dank. Der E-Sport befindet sich auf dem Vormarsch. Nicht nur international ist er mittlerweile ein Massenphänomen, sondern auch in Deutschland erfreut er sich für Millionen von Menschen, ob als Zuschauer oder Betreibender, immer größerer Beliebtheit. Insoweit finde ich es richtig, dass dieses wichtige Thema auch im Hessischen Landtag diskutiert wird. Doch worum geht es, meine Damen und Herren? Ich schicke gleich vorweg, dass es hierbei nicht, wie vielfach verbreitet, um das stundenlange alleinige Zocken auf der Couch oder vor dem Bildschirm geht. Nein, der E-Sport ist etwas anderes und vor allem viel mehr als das. Der E-Sport ist die Vermittlung sportlicher Werte, das Schulen von Team- und Kommunikationsfähigkeit. Er ist die Förderung taktischer und motorischer Fähigkeiten und er ist geeignet, soziale, sprachliche und kulturelle Barrieren abzubauen und Menschen aus allen Teilen der Welt zu vernetzen. Der E-Sport ist vor allem aber eins, gelebte Jugendarbeit, denn junge Menschen werden aus oftmals isolierten und suchtbetonten Umgebungen geholt und unter gesteuerter, zielgerichteter Anleitung in professionelle Vereinsstrukturen gemeinsam mit anderen Menschen integriert. Egal, meine Damen und Herren, ob das Spiel FIFA, Fortnite oder League of Legends heißt, Turniere füllen ganze Veranstaltungshallen und werden live im Internet von Hunderttausenden Menschen verfolgt. Auch in Deutschland mit über 3 Millionen E-Sportlern und über 9,2 Millionen regelmäßigen Zuschauern. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Branche als dynamisch und stark wachsender Wirtschaftszweig. 2018 lag der Gesamtumsatz bereits bei 62,5 Millionen Euro. 2020, das ist die Prognose, soll er bei 130 Millionen Euro liegen. Das, meine Damen und Herren, zeigt uns deutlich, dass wir es mit einer starken Entwicklung zu tun haben, die aus unserer Sicht nicht mehr ignoriert oder belächelt werden darf. Wir müssen anfangen, den E-Sport in unserem Land angemessen zu würdigen und zu fördern. Und die Politik kann bis tief in die Kommunen, eng ausgerichtet an den Interessen der Betreibenden, viel für die Förderung des E-Sports tun. Hierzu haben wir als AfD-Fraktion in unserem Antrag ein ganzes Maßnahmenpaket vorgelegt. Das fängt bei einem aktiven und konstruktiven Dialog mit den in Hessen ansässigen Computer- und Videospielunternehmen an, die einen großen Anteil am Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro der Gamesbranche in Deutschland erwirtschaften. Das geht weiter mit der projektbezogenen Förderung von E-Sportvereinen, dem Aufbau eines Kompetenzzentrums zur inhaltlichen Koordinierung und auch Visa-Erleichterungen für E-Sportler aus Drittstaaten. Vor allem aber braucht es auch die Anerkennung, und das ist ganz wichtig, der Gemeinnützigkeit von E-Sportvereinen.
Und diese Anerkennung ist im Koalitionsvertrag auf Bundesebene von CDU, CSU und SPD auf Seite 48 unmissverständlich zugesagt worden. Auch andere Bundesländer, meine Damen und Herren, wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, beide übrigens CDU regiert, nehmen sich endlich des Themas an und wollen den E-Sport nach vorne bringen. Zumindest ich habe von der Hessischen Landesregierung bisher noch nichts zu diesem wichtigen Thema gehört. Aber wenn in Hessen viele Sportvereine wie Eintracht Frankfurt, komme ich gleich darauf zurück, viele Sportvereine wie Eintracht Frankfurt als renommiertes Beispiel in den E-Sport einsteigen und es sogar an einigen Universitäten durch studentische Initiativen Thema wird und man dann sieht, dass nichts unternommen wird, dann kann man das nur bedauern. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Innenminister. Meine Damen und Herren, Herr Innenminister Beuth hat im November 2018 im Hinblick auf das Thema Folgendes gesagt. Ich hoffe, ich zitiere richtig. Zitat: E-Sport hat mit Sport nichts zu tun. Wir müssen diesen Begriff ausradieren. Zitat Ende. Nicht nur, sehr geehrter Herr Minister, dass dies sprachlich völlig unangemessen ist, zeigt es uns und auch den Millionen E-Sport-Begeisterten in Deutschland in glasklarer Weise, dass Sie vom Thema offensichtlich nichts verstanden haben oder auch nicht verstehen wollen, denn inhaltlich könnte Ihre Position auch falscher gar nicht sein. Ich verweise darauf, dass Sportwissenschaftler wie Professor Ingo Fröbose von der Deutschen Sporthochschule in Köln die enorme körperliche und kognitive Beanspruchung des E-Sports hervorgehoben hat und wie folgt urteilen, Zitat: E-Sport ist aus meiner Sicht anderen Sportarten mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Zitat Ende. Ein vergleichsweiser Hinweis: Der Cortisolspiegel liegt ungefähr von E-Sportlern liegt ungefähr auf dem Niveau von Rennfahrern der Formel 1. Eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt zu dem Ergebnis, dass der E-Sport die Kriterien des Sportbegriffes erfüllt und hinsichtlich der Komplexität normale Gesellschafts- und Sportspiele übertrifft. Wenn man sich auch einmal, ich musste mich auch da erst einmal reindenken, war auch vorher nicht involviert in die Geschichte, wenn man sich dann auch einmal ein E-Sport-Turnier in seiner Gesamtheit ansieht und den Alltag von E-Sportlern verfolgt, wird man auch zu diesem Ergebnis kommen. Angesichts, meine Damen und Herren, dieser Lage ist die Tatsache, dass Sie in dieser Frage Ihre Haltung vertreten und sich dabei, Herr Minister, an ein sachfremdes Gutachten des DOSB klammern, das von fachkundigen Experten und auch von Politikern aller Parteien zerrissen worden ist, kann man Ihre Äußerungen in dieser Debatte nicht anders bezeichnen als ein klassischer Rage Quit. Ist der Fachbegriff für diejenigen, die es nicht wissen, der sich hier ergibt, wenn Leute verloren haben und dann fluchtartig das Spiel verlassen. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des E-Sports ist nicht mehr aufzuhalten, und die Bedeutung für unsere Gesellschaft wird immer weiter zunehmen. Die Frage ist, ob sie mit oder Unterstützung der Politik geschehen wird. Wir als AfD-Fraktion haben hierzu eine ganz klare Haltung, die sich in dem Antrag manifestiert. Wir wollen, dass die großen Chancen genutzt werden, damit Hessen ein attraktiver Zukunftsstandort für E-Sport wird und vor allem junge Menschen in die Lage versetzt, die in Zeiten der Digitalisierung antiquierte Definition des Sportbegriffs mit neuem Leben zu erfüllen und modern zu gestalten. Durch geregelte Strukturen, wie in unserem Antrag dargelegt, werden attraktive Angebote geschaffen, die den traditionellen Vereinssport ergänzen und, was aus unserer Sicht ganz besonders wichtig ist, einer möglichen Suchtgefahr vorgebeugt durch verantwortungsvollen Handeln in den Bereichen Trainingssteuerung, körperliche Fitness und auch Ernährung, wie wir das derzeit bei vielen E-Sportvereinen sehen. E-Sport ist Sport. Und man sollte sich dagegen verwahren, dass er von bestimmter Seite mit sachfremder Argumentation herabgewürdigt wird. Wir als AfD wollen, dass sich die E-Sport-Szene in Hessen etabliert und durch richtige und zukunftsorientierende Rahmenbedingungen professionalisiert. Jetzt komme ich abweichend von meinem Konzept. Mich wundert, Herr Staatsminister Beuth,
sind ja etwas oder wesentlich jünger als ich, dass Sie diese Haltung vertreten. Ich schätze Sie übrigens, vielleicht Beifall von der falschen Seite, ob Ihrer Kompetenz. Aber das kann ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen, diese Haltung, die Sie hier vertreten. Im Übrigen haben sich auch mittlerweile seit heute die Hilfstruppen zu Wort gemeldet, nämlich der Städte- und Gemeindebund, der eigentlich nach meinem Dafürhalten eine Neutralitätsverpflichtung hat. Und da ich mal selbst Bürgermeister war, kann ich das einschätzen. Sollte man sich vielleicht eher mal am Deutschen Städtetag orientieren. Denn der Deutsche Städte- und Gemeindetag lehnt unseren Antrag, wobei er gar nicht sich näher mit befasst hat, als unausgegoren ab und besitzt die Unverschämtheit, hier zu behaupten, dass wir wahrscheinlich die AfD nur Wählerstimmen gewinnen wollen. Das wollen wir nicht. Ist ein sachbezogener Antrag ohne jede Art von Polemik. Er ist wissenschaftlich begründet, wird politisch unterstützt, und wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Antrag folgen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich Frau Kronemann von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Ich muss sagen, vieles aus dem uns vorliegenden Antrag kommt mir irgendwie bekannt vor. Teilweise erinnert er mich an ein Maßnahmenpaket, das die grüne Bundestagsfraktion letzten November eingebracht hat. Und noch besser wäre es natürlich, also ich finde es schön, dass Sie sich an den Ideen der Freundinnen und Freundinnen orientieren, aber natürlich wäre es besser gewesen, wären Sie näher beim Originalantrag und dessen Intention, wären Sie näher da dran geblieben, denn mit dem, was Sie daraus gemacht haben, erweisen Sie dem E-Sport wirklich einen Bärendienst. Sie vermischen hier Dinge, die so nicht zusammengehören. Es gibt tatsächlich eine sehr klare Grenze zwischen der Gamesbranche und E-Sports. Und etwas fördern zu wollen, nur weil bei einigen irgendwie die Dollarzeichen oder Eurozeichen in den Augen aufblinken, halte ich für den vollkommen falschen Ansatz, erst recht im ehrenamtlichen Bereich. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, kennt man auch die Vorbehalte, mit denen sich der E-Sport konfrontiert sieht. Der häufigste Vorwurf ist der des Kommerzes. Und, meine Damen und Herren, wenn wir diesen Maßstab anlegen wollen, dann müssen wir das auch für den gesamten Sport tun. Sie müssen mir schon zuhören, bevor Sie anfangen zu meckern. Und dann können wir gerne Stunden damit verbringen, über kapitalistische Strukturen im Sport zu reden. Dann reden wir über Lizenzvergaben für die Übertragung von Bundesligaspielen. Dann reden wir über die Ausrichtung von internationalen Turnieren in Ländern, die Menschenrechte verletzen. Und dann reden wir auch darüber, dass nur wenige Fußballteams im Amateurbereich die Ausstattungskosten sich überhaupt nur leisten können, weil sie Sponsoren haben. Und das sind Entwicklungen, über die wir reden müssen. Sie sind gerade nicht Bestandteil der Debatte, wir sollten aber darüber reden. Aber vor diesem Hintergrund ist der Vorbehalt gegen den E-Sport gerade im Amateurbereich unverhältnismäßig. Und zur Wahrheit gehört auch, dass mich die Äußerungen, die dem E-Sport pauschal absprechen, Sport zu sein, tatsächlich ärgern. Und das tun sie nicht. Das tun sie nicht, weil sie nicht meiner eigenen Haltung entsprechen, sondern weil sie die Ehrenamtlichen in den Sportvereinen, die sich dort engagieren, die sich auch selbst dafür entschieden haben, E-Sports-Abteilungen einzurichten, vor den Kopf stoßen. Und aber, das muss man an dieser Stelle auch einmal sagen, die Meinung von Politikerinnen spielt bei der Beantwortung der Frage, ist E-Sport Sport, so gut wie gar keine Rolle. Ähnlich wie die Politik nicht bestimmt, was Kunst ist, so bestimmt sie auch nicht, was Sport ist und was es nicht ist. Das ist die Autonomie des Sports. Sie werden in unserem Koalitionsvertrag zwar keine Aussage dazu finden, aber dennoch ist das Thema für uns nicht abgehakt. Sowohl der Kollege Hofmeister als auch ich, wahrscheinlich auch andere, haben einen sehr guten Austausch mit dem Landessportbund, mit der Sportjugend, mit den Vereinen und mit den Verbänden. Und diese bieten ja auch Fachtagungen an, bei denen sie sich dezidiert mit dem Thema auseinandersetzen und gemeinsam über die Chancen und Risiken des E-Sports diskutieren. Und wenn Sie die Debatten
aufmerksam verfolgen, dann sehen Sie eine offene und dialogorientierte Haltung. Denn wir wissen alle, unsere Sportvereine stehen vor der Herausforderung, sich verjüngen und neue Mitglieder gewinnen zu müssen, um ihre Zukunft abzusichern. Dafür kann es unterschiedliche Strategien geben. Es gibt zum Beispiel Schwerathletikvereine, die mit CrossFit-Anbieterinnen kooperieren. Aber natürlich gibt es auch Vereine, die sehen, dass es gerade beim E-Sport eine große Nachfrage gibt, gerade auch bei jungen Menschen, und wie eben schon gesagt, eigene Abteilungen dafür einrichten. Eintracht Frankfurt ist eben schon genannt worden, die auch ein eigenes Trainingszentrum eingerichtet hat. Aber auch der größte Sportverein Nordhessen, der KSV Baunatal. Dort wird an Trainingskonzepten und Plänen gearbeitet, wo es natürlich darum geht, die Reaktion, die Präzision und die Konzentration zu verbessern, aber auch einen Ausgleich zu den körperlichen Anforderungen, z.B. das lange Sitzen, wer wüsste besser als wir, dass man dazu einen Ausgleich braucht, durch Krafttraining z.B. zu schaffen. Und natürlich machen sich die Vereine auch Gedanken über die Risiken des E-Sports. Dazu gehört das Thema Suchtprävention, dazu gehört der Jugendschutz, aber auch die Frage von Hate Speech und Diskriminierung. Der Männeranteil im E-Sport überwiegt leider immer noch, obwohl es sich gerade hier anbietet, die Trennung der Geschlechter aufzuheben. Also eine direkte Inklusion ist eigentlich sehr gut möglich. Und die Vereine sehen diese Herausforderung, und sie stellen sich ihnen. Und ich finde, wir sollten sie damit nicht alleine lassen, sondern sie dabei unterstützen. Und das unabhängig von der Frage, ob der Sport den E-Sport als solchen anerkennt oder nicht. Der DOSB hat sich ja mehrfach, das haben wir auch schon gehört, mehrfach zu dieser Frage geäußert. Sie kennen wahrscheinlich alle das Rechtsgutachten und auch die Position, den E-Sport nicht als solchen, aber Sportsimulationen anzuerkennen. Das ist das gute Recht des DOSB, diese Position zu haben. Das gehört auch zur Autonomie des Sports. Aber ich möchte mir auch eine kleine Anmerkung erlauben, ohne da etwas unterstellen zu wollen. Aber bei der Anerkennung der Sportsimulationen profitieren vor allem die großen Vereine, da sie natürlich Lizenzen an die spieleentwickelnden Unternehmen verkaufen. Zum Beispiel bei FIFA 2020 werden weder Spieler noch Wappen noch Trikot von Juventus Turin oder FC Bayern genutzt werden können, weil beide die Lizenzen nicht an EA Sports, sondern Exklusivrechte an Konami verkauft haben. So viel zum Thema Kommerz an der Stelle. Der Dialog zwischen dem DOSB und dem ESBD findet momentan leider nicht statt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der muss definitiv wieder stattfinden. Aber deshalb ist auch richtig und wichtig, dass auf Bundesebene die Aufnahme des E-Sports in § 52 Absatz 2 Nummer 21 der Abgabenordnung diskutiert wird. Das würde auf der einen Seite die Autonomie des Sports wahren, und man kann diese Debatte dort halt auch weiterführen, und auf der anderen Seite den vielen Ehrenamtlichen und E-Sportlerinnen Rechtssicherheit geben. Und an alle Kolleginnen, die den E-Sport kritisch sehen, ich lade Sie gerne herzlich dazu ein, gemeinsam mit mir zum Beispiel den KSV Baunatal zu besuchen und dort Ihr Konzept vorstellen zu lassen. Gerne können wir zum Beispiel auch eine Runde FIFA oder Ähnliches spielen. Sie müssen auch nicht unbedingt gegen mich spielen. Wir können auch gerne in einem Team spielen. Die Hälfte meiner Familie kommt aus Mönchengladbach. Deshalb hege ich dort gewisse Sympathien für den Verein. Und vielleicht kommen Sie ja dann auch zu der Erkenntnis, E-Sport ist im Prinzip Vielleicht kommen Sie jetzt zu der Erkenntnis, E-Sport ist im Prinzip wie Schach, nur mit Strom. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir fort waren, darf ich noch recht herzlich auf der Besuchertribüne unseren ehemaligen Kollegen und Staatsminister AD Volker Hoff begrüßen. Als nächstes darf ich Herrn Schaus von den Linken ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu dem Antrag der AfD möchte ich unter Einbeziehung gängiger Begriffe aus der Gamer-Szene Stellung nehmen. Ich wende mich mit dieser Rede auch und insbesondere an unseren ehemaligen Kollegen Dr. Rolf Müller, dem amtierenden Präsidenten des Landessportbunds Hessen, der, wie die länger hier Anwesenden wissen, sich stets für eine klare Sprache einsetzt.
Der Antrag, den die AfD hier getobt hat, ist leider ein großer Bug. Die Camper von der AfD übersehen nämlich eines: So ein Antrag wird vielleicht ganz schnell zum Ego-Shoot für Sie. Sie wollen also E-Sport supporten. Das verwundert mich schon etwas, denn Ihre Allies in Sachsen-Anhalt haben erklärt, dass E-Sport ja gar kein Sport wäre. Wobei beim völkischen Flügel Ihrer Partei vermutlich eher Wehrsport statt E-Sport im Mittelpunkt steht. Roffel. Aber solches Friendly Fire hat Sie ja noch nie gestört, selbst wenn Sie dadurch zum Free Kill werden. Nun aber zum Content Ihres Antrags. Zunächst einmal hat dieser eine Reihe von Glitches. Sie trennen in keiner Weise zwischen Game-Industrie und eigentlichem E-Sport. Es wirkt vielmehr so, als hätte ein Pro-Gamer mit Pfaff auf Shooting-Games seine Giftlist von Ihnen hinterlegen dürfen. Spaß haben ist allerdings nicht die alleinige Quest im Sport. Vielmehr geht es auch darum, Menschen im Real Life zu connecten, zu integrieren und sie zu einem möglichst hohen Score zu treiben. Das heißt nicht, dass es jemand per se an Credibility mangelt. Bei vielen von Ihnen sind nicht nur Stats and Skills der jeweiligen Figur im RPG hervorragend, sondern auch die individuelle Geschicklichkeit, das strategische Denken und vieles mehr. Über Login oder Ban zum lizenzierten Sport sollten dennoch am Ende immer die Landessportbünde entscheiden. Der Landessportbund Hessen hat auch Schach, Billard und Darts auf seiner Whitelist zugelassen. Was Sie aber vollkommen auf Ignore gesetzt haben, sind die Gesundheitsaspekte. Es geht nicht nur darum, die eigenen Health Points zu bewahren, sondern es müssen auch Spielsucht bekämpft und körperliche Bewegung gefördert werden. Oder laufen Ihnen noch nicht genug Smumbies herum? Für keine dieser Challenges haben Sie die richtige Strategie. So etwas nennt man einen Epic Fail, meine Damen und Herren von der AfD. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, nice try, noobs, null Skills, bleibt lieber bei Cat Contact. Ich bin dann mal AFK. Ja, Herr Schaus, das hatte fast karnevalistische Züge. Die Kampagne fängt am 11.11. an. Ich darf als Nächsten Herrn Kaffenberger zu Wort bitten. Ja, es ist gar nicht mehr so einfach, jetzt zu sprechen hier. Ne? Hier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eines vorweg noch einmal für die Kollegin Gronemann. Ich habe jetzt gerade noch einmal recherchiert. Ich habe das Gefühl, beim KSV Baunatal machen sich einige Spieler schon auf. Da wird heftig gewechselt zum KSV Hessen-Kassel. Also, da müssen wir vielleicht dann noch einmal schauen, wie das dann nächste Woche aussieht. Mein Eindruck gleicht auch an anderer Stelle so ein bisschen Ihrem. Ich habe das Gefühl, dass da viel zusammenkopiert wurde aus einem Artikel von gameswirtschaft.de vom 5. August mit dem Titel Was wurde eigentlich aus dem Games-Standort Hessen und aus den Forderungen der Grünen, des Gameverbandes und des E-Sport-Bundes. Außerdem suggeriert die AfD aber, sie seien die Ersten, die sich hier in Hessen mit diesem Thema auseinandersetzen. Und Sie wissen ja im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, Sie haben ihn selbst zitiert, der ist relativ klar an der Stelle. Und den hat natürlich die SPD verhandelt. Und hören Sie mir bitte weiter zu. Ich rede jetzt. Danke. Mit dabei war im Übrigen der digitalpolitische Sprecher und Vorsitzende der hessischen SPD-Landesgruppe im Bundestag, Dr. Jens Zimmermann. Und auch hier im Landtag existiert bereits eine parlamentarische Initiative zum Thema E-Sport. Eingebracht hat sie allerdings die SPD-Fraktion.
Mit dem Berichtsantrag E-Sports in Hessen vom 25. Juni dieses Jahres hat die SPD-Fraktion das Thema also auf die Agenda des Innen- und Digitalausschusses gesetzt. Leider wurde schon mehrfach um Fristverlängerung seitens der Landesregierung gebeten, und die Berichterstattung fand bisher nicht statt. Sie beantragen jetzt, der Landtag beobachtet, und der Landtag nimmt ergebnisoffen zur Kenntnis. Sie wollen also beobachten und ergebnisoffen zur Kenntnis nehmen. Im Klartext heißt das doch, Sie wollen zuschauen und nichts tun. Wir als SPD, wir wollen nicht nur still beobachten, wir wollen eine richtige Debatte zum Thema E-Sports. Vereine, die sich in Deutschland dem Thema widmen, haben nämlich ein Recht darauf. Sie haben sich im letzten Jahr an der Anzahl her verdoppelt. Die haben ein Recht auf Rechtsklarheit und ihren Status geklärt zu bekommen. Sie schreiben weiter, der Landtag soll angesichts der hervorragenden Rahmenbedingungen und die Wichtigkeit anerkennen und in den Dialog gehen. Und sie fordern die Landesregierung auf, mit den in Hessen ansässigen Computer- und Gamesbranche irgendwie in den Dialog zu bekommen, den Landessportbund einzubeziehen. Wissen Sie, es gab in den vergangenen Monaten zahlreiche Veranstaltungen, auf denen man die Akteure der Gamesbranche antreffen konnte. Vor 2,5 Wochen war der Landessportbund, hat er zum TuS Griesheim eingeladen, zum Thema virtuelle Sportarten. Da waren alle Akteure da. Aber wo war die AfD-Fraktion, um mitzudiskutieren, frage ich mich. Auch die TGS Niederrodenbach war da, von der Sie im Antrag schreiben. Und wo waren Sie auf dem diesjährigen Kreativwirtschaftstag am 10. Mai in Frankfurt? Da gab es die Möglichkeit, mit Vereinen und der Gamesbranche einen Austausch zu suchen. Da hat sich der erste E-Sport-Club Frankfurt vorgestellt. Und ich könnte diese Liste von Veranstaltungen im Bereich E-Sports und E-Games, wo Sie nicht anzutreffen waren, noch ewig fortsetzen. Aber das würde jetzt alle ermüden. Deswegen, neben dem Aufruf zum Dialog mit der Branche, fordern Sie dann noch, Sie wollen in den Austausch mit den Hochschulen. Mich würde mal interessieren, ob Sie das selbst schon vorangetrieben haben, ob Sie nur andere zum Dialog auffordern, während Sie selbst nur beobachten. Ich war gemeinsam mit der Frau Vizepräsidentin an der Hochschule in Darmstadt am Mediencampus in Dieburg. Da haben wir uns intensiv mit dem Dekan des Fachbereichs Media zu dem Thema ausgetauscht. Im Übrigen, Frau Ministerin Dorn, nicht da. Eine Sanierung würde auch, was das angeht, sehr helfen, um das Thema E-Sports da voranzubringen. Außerdem organisiere ich mit Dr. Zimmermann und Lars Klingbeil im kommenden Monat eine Veranstaltung, über die Zukunft des E-Sports und der Gaming-Branche zu diskutieren. Und ich frage Sie, welchen eigenen inhaltlichen Beitrag haben Sie denn bisher zum Thema geleistet? Mein Eindruck ist an der Stelle, dass es reiner Aktionismus ohne eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema oder den Akteuren ist. Aber das ist ja nur meine Einschätzung. Anders hält es da unser Innenminister. Wir hörten es schon, der hat zwar eine eigene Position, die halte ich aber für rückwärtsgewandt, weil letztendlich, und es wurde angesprochen, es geht um die Wertschätzung des Ehrenamts an der Stelle und letztendlich auch darum, Rechtssicherheit zu schaffen, anstatt eine Diskussion darüber zu führen, was nun Sport ist und was nicht. Aus dem Innenministerium hört man, E-Sport ist so wenig Sport wie Stricken und Blockflöte spielen. Und ich glaube, der Minister missachtet da schon die Höchstleistungen koordinativer Art im Bereich des E-Sports. Der Begriff soll gleich ausradiert werden, hört man da. Na, beim Stricken ist auch Koordination von Höhen. Das ist richtig. Aus dem Digitalministerium hört man leider übrigens gar nichts dazu. Und ich glaube, wir lassen hier eine große Chance verstreichen, Hessen zum deutschen Spitzenstandort im E-Sport werden zu lassen. Während Schleswig-Holstein sein eigenes Landesleistungszentrum aufbaut, hat Leipzig die E-Sport-Messe und LAN-Party Dreamhack. In der Barclaycard Arena in Hamburg und der Lanxess Arena in Köln finden jährlich ESL-Turniere statt. Und ich frage mich, wo bleiben denn dann die großen E-Sport-Veranstaltungen für die Frankfurter Messe? Gemade vor dem Hintergrund der Debatte. Ja, genau, gerade vor dem Hintergrund der Debatte heute Morgen wäre es doch ein starkes Signal, wenn man die Gamescom nach Frankfurt holen könnte. Der Vertrag mit der Messe in Köln läuft in absehbarer Zeit aus, und die Hotelkapazitäten sind alljährlich ein Problem in der Domstadt. Und ja, eine Indie-Games-Messe, wie Schwarz-Grün es fordert, ist sicherlich für kleine und unabhängige Entwickler eine tolle Sache und ist auch anzustreben. Aber es ist eben nur ein Anfang. Die Gamescom, das wäre der große Wurf. Aber auch über die positiven Effekte von Messen hinaus ist die Gamesbranche ein spannender Wirtschaftszweig. Viele namhafte Entwickler sitzen in Hessen. Allerdings ist die von Ihnen genannte Umsatzzahl mit 4,4 Milliarden nicht ganz korrekt, weil da sind ebenfalls die Hardwareumsätze enthalten. Die liegen bei 1 Milliarde, also ein bisschen niedriger, aber trotzdem wichtig, keine Frage. Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage nach Förderungsmöglichkeiten natürlich spannend. Und was wir da bisher aus dem Wirtschaftsministerium hören, hört mich auch nicht, ist leider auch ein bisschen wenig. Bisher wurden 200.000 € für den Schwerpunkt Serious Games bereitgestellt, und ich weiß jetzt auch nicht, was davon abgeflossen ist. Mein Kollege Eckert hat im letzten Jahr schon mal eine kleine Anfrage dazu nach dem Sachstand gestellt.
Eine erhöhte, oh, schön, Herr Dr. Naas, das freut mich sehr. Ist eine erhöhte Förderung von Computerspielen und der Vernetzung ist auch vorgesehen im Koalitionsvertrag. Ich bin da auf die Konkretisierung gespannt, weil eine Förderung von E-Sport-Vereinen, wie es im AfD-Antrag gefordert wird, ist nicht zu erwarten, da das Wirtschaftsministerium, wie der Name schon sagt, ja Wirtschaftsförderung betreibt. Insofern werden hier Ministerin Sinemus und Minister Beuth gefragt und die Haltung des Innenministers, ich wiederhole mich, die kenne ich ja, aber da frage ich mich schon, was denkt unsere Digitalministerin? Aber wir werden es im Digitalausschuss bei der Beantwortung des SPD-Berichtsantrags erfahren, und ich bin gespannt. Und noch einmal auf den AfD-Antrag zurückzukommen, Ihre Meinung kennen wir jetzt, aber die Frage ist, ist sie ehrlich und vor allem, ist sie am Ende konsistent? Sie schreiben und fordern Internationalität und Völkerverständigung und wollen kulturelle Barrieren abbauen. Aber mein Kollege Gernot Grumbach hat es Ihnen doch heute Morgen bereits erklärt. Sie wollen für den Standort Hessen werben und geben sich hier weltoffen und verschlimmern aber am Ende durch die Schaffung eines fremdenfeindlichen Klimas den Fachkräftemangel. Fragen Sie doch mal bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Sachsen oder in Thüringen. Tun Sie das mal. Genau, vielen Dank, Herr Lambrou. Ich rede immer noch. Wenn Sie wirklich eine Internationalität der Gamesbranche wollen, dann würden Sie sich doch dafür sorgen, dass Fachkräfte aus dem Ausland, die hierher kommen, um Spiele zu entwickeln, sich mit ihren Familien ja auch willkommen fühlen. Und vielleicht sollten Sie noch einmal die Konsistenz Ihrer Worte und Taten überprüfen. Mir hingegen ist ein internationaler und integrativer Ansatz lieber. Auch beim Spielen selbst. Denn E-Sport kann natürlich gemeinsame positive Erlebnisse schaffen, wenn Menschen von überall auf der Welt zusammenspielen und dann natürlich auch kommunizieren. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Faktor, der wurde heute nicht angesprochen, das Thema Inklusion. E-Sport kann nämlich auch für Menschen mit Behinderung eine große Bedeutung haben. Ich teile an der Stelle auch die Auffassung des Deutschen Behindertensportverbandes zum Thema E-Sport. Denn beim gemeinsamen Spielen und im Wettkampf können sich Menschen mit und ohne Behinderung, das baut Barrieren ab und fördert Teilhabe. Die können sich miteinander messen, und das ist eine gute Sache. Die E-Sport-Vereine in Hessen beweisen aber auch, beim E-Sport kann pädagogisch ausgerichtete Jugendarbeit und Medienkompetenzbildung stattfinden. Und dafür braucht es eben tragfähige und anerkannte Strukturen. Wer dem E-Sport vorwirft, er hätte ein Sucht- oder Gewaltproblem, sollte nicht im gleichen Atemzug die Strukturen schwächen, die am besten dem Ganzen begegnen können, nämlich Vereine, in denen miteinander trainiert, die nach Regeln Wettkämpfe austragen und soziale Normen lernen. Wir müssen hier und heute nicht klären, was Sport ist, aber Politik muss sich Gedanken machen, was gemeinnützig ist. Daher sollte auf Bundesebene die Abgabenordnung angepasst werden, um Vereinen, die sich auf diesem Gebiet engagieren, Rechtssicherheit zu geben. Die SPD setzt sich auf Bundesebene dafür ein. Denn es geht darum, gerade um die kleinen Vereine, die durch E-Sports neue Mitglieder gewinnen wollen. Zudem ermöglicht es auch die Schaffung reiner E-Sports-Vereine. Und Sie, Herr Lambrou, liebe AfD-Fraktion, Politik ist mehr als im Landtag etwas zu beantragen und dann online zu posten. Mein Vorschlag, erst informieren, dann mit den relevanten Stakeholdern persönlich austauschen, dann entscheiden. Ich wünsche mir an der Stelle eine verbale Abrüstung und eine sachliche Debatte, die wir nicht nur beobachten, sondern uns aktiv daran beteiligen und sie gestalten. Und eine Abstimmung über diesen Antrag macht aus meiner Sicht da aktuell gar keinen Sinn, solange der Berichtsantrag nicht beantwortet ist, weil die Basis der Debatte und die Grundlage der Entscheidungsfindung werden am Ende in den Ausschüssen gelegt, und zwar durch die Antworten der Landesregierung auf die über 20 Fragen der SPD-Fraktion zum Thema E-Sport. Vielen Dank. Herr Kaffenberger, das war eine Punktlandung. Und jetzt darf ich Herrn Hofmeister nach vorne bitten für die CDU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir vielleicht gleich zu Beginn erst einmal eine Bemerkung, was die Rede des Abgeordneten Bolldorf angeht. Sie haben darin und auch im Antrag die sprachliche Unangemessenheit an einer Stelle kritisiert und kritisieren dann im gleichen Atemzug eine Äußerung des Direktors des Hessischen Städte- und Gemeindebundes als unangemessen und es seien Hilfstruppen. Also, ich würde mir auch einmal überlegen, ob das so richtig angemessen ist. Und deshalb diese Frage sprachliche Unangemessenheit sollten Sie sich gerade als AfD-Fraktion noch einmal selbst durch den Kopf gehen lassen. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zunächst einmal einen kurzen Ausflug in meine persönliche Lebensgeschichte. Mit 4 Jahren habe ich das Gerät- und Kunstturnen begonnen, diesen wunderbaren Sport viele Jahre aktiv betrieben, war als Übungsleiter
unterwegs, habe junge Menschen dadurch angeleitet, auch diesem wunderbaren Sport nachzugehen. Bis heute bin ich meinem Sport eng verbunden. Und ich weiß aus eigenem Erleben, was den klassischen Sport ausmacht. Aber natürlich hat man als Jugendlicher, natürlich mit anderen Möglichkeiten als heute, aber auch damals durchaus schon digitale Spieletechnik genutzt. Und das auch sehr gerne. Man hat es halt verbunden, den klassischen Sport und digitale Angebote. Das schließt sich per se nicht aus, damals nicht und heute noch viel weniger, weil natürlich die Möglichkeiten andere geworden sind. Aber lassen Sie uns bitte erst einmal im klassischen Sport bleiben. Unser Bundesland ist ein attraktiver Standort für den Sport. Wir fördern den Breiten- und Spitzensport, den Sportstättenbau, die Vereinsarbeit und vieles mehr mit großem finanziellen Engagement. Diese Sportförderung, insbesondere für den ehrenamtlichen Bereich, ist vorbildlich und macht Hessen seit vielen, vielen Jahren zum Sportland. Und diesen Status haben wir mit der von fast 90% der hessischen Bevölkerung getragenen Verfassungsänderung hin zu einer eigenen Staatszielbestimmung ja auch entsprechend der Landesverfassung unterstrichen. Und im Alltag zeigt sich die Bedeutung des klassischen Sports als ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Über 2 Millionen Menschen in unserem Land treiben in gut 7.600 hessischen Vereinen regelmäßig Sport. Und dieses Angebot, nämlich breitflächig, vereinsgetragen und nicht kommerzielle Bewegungsangebote von ganz jung bis ins hohe Alter im gesamten Land zu fördern, sollten wir vonseiten der Politik möglichst gemeinsam im Blick behalten und sehr deutlich hochhalten. Woche für Woche, Tag für Tag betätigen sich Hessinnen und Hessen aller Altersklassen auf Sportplätzen in den Turnhallen, trainieren gemeinsam, sorgen gemeinsam für ihre körperliche Fitness und damit meist einhergehend auch für geistige Ausgeglichenheit und messen ihre Fähigkeiten im sportlichen, vom Fairplay geprägten Wettbewerb. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt dann zu der Frage gehen, was ist denn jetzt eigentlich E-Sport? Was bedeutet das eigentlich in der heutigen Zeit? Dann sagen wir als CDU-Fraktion sehr deutlich, es ist auch glücklicherweise in anderen Redebeiträgen schon deutlich geworden, dass wir in Deutschland glücklicherweise eine Autonomie des Sports haben. Die deutsche Sportpolitik beruht auf den Prinzipien der Autonomie, der Subsidiarität, der Sportförderung und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Organisationen des Sports und des engen Austausches wiederum zwischen Sport und Politik. Und genauso erkennen wir an, dass der E-Gaming-Markt mittlerweile eine wichtige Rolle in Hessen, Deutschland und weltweit einnimmt. Gaming, verschiedenste Strategie-, Adventure-, Rollen- und Shooter-Spiele sind Teil einer immer stärker wachsenden Jugend- und Gesellschaftskultur geworden, die sich schnell und heterogen entwickelt. Und der DOSB in seiner Zuständigkeit in der Frage Verfasstheit des Sports sowie die Landessportbünde sind natürlich mittlerweile in einer intensiven Diskussion, wie sie sich als organisierter, klassischer Sport zu diesen digitalen Angeboten stellen müssen, letztendlich. Und wir werden diese Entwicklung aus der Politik heraus begleiten müssen, letztendlich, weil natürlich wir am Ende auch gefragt sind. Aber wir müssen auch wiederum die Positionierungen akzeptieren und diese dann in unsere Beratungen sachgerecht einfließen lassen. Und auch da ist es schon angesprochen worden, das Forum E-Sport vor knapp 3 Wochen in Griesheim, das war ein gutes Abbild dessen, wie im Sport, im organisierten Sport, inklusive des Vertreters des Frankfurter E-Sportvereins, die Diskussionen laufen. Und da sind wir, weiß Gott, noch nicht am Ende einer Diskussion. Wir sind eher am Anfang des Ganzen. Aber ja, DOSB und Landessportbund haben mittlerweile ja unter Hinzuziehung juristischer Expertise relativ klar sich zu der Thematik geäußert. Auch das müssen wir in unseren Debatten hinzufügen. Die Frage, wie wir Gaming konkret einordnen, es geht natürlich am Ende um die Frage von Fördermitteln, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit oder möglicherweise auch eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit, wenn Sportvereine sich in diesem Bereich engagieren. Das können wir hier nicht entscheiden, auch klar. Das ist auf andere Ebene aufgehängt. Aber am Ende ist natürlich zurzeit in der Sportfamilie durchaus ein Streitpunkt zu spüren, ist denn nun E-Sport ein Sport oder nicht? Ob Politik sich am Ende des Tages komplett in dieser Frage entscheiden kann, das wird auch von den jeweiligen persönlichen Vorlieben bzw. Erfahrungen abhängen. Und dass E-Gaming und das Betreiben von virtuellen Sportarten in Form von Wettbewerben Training erfordert, Kompetenzen wie Konzentration, Koordination oder auch Teamfähigkeit zu schulen und sich so mit Konkurrenten zu messen, das steht außer Frage. Und sicherlich braucht es auch eine Grundfitness, um sich in solchen Wettbewerben erfolgreich zu betätigen. Aber es gibt in meiner Fraktion
eben durchaus noch die Frage, passt es, E-Sport und Sport gleichzusetzen am Ende des Tages, oder müssen wir möglicherweise dort andere Wege gehen? Das kann man an einem Punkt deutlich machen, wenn man mal schaut, was aktuell am stärksten genutzt wird in der Spielestatistik, was sozusagen die beliebtesten Spiele sind, die zurzeit im Bereich E-Sport, E-Gaming drankommen. Und da sind es halt beispielsweise Spiele wie League of Legends als Strategiespiel oder Counter-Strike. Und FIFA kommt eben erst im hinteren Bereich, die virtuelle Sportart, Fußball an der Stelle, im Netz zu spielen. Virtuelle Sportarten können dabei bei sinnvoller Einbindung in den klassischen Sportbetrieb möglicherweise auch ergänzend wirken, um Taktikverständnis oder auch Bewegungsabläufe theoretisch zu schulen. Da gibt es schon entsprechend prominente Beispiele in unserem Land. Die Spiele aus dem Bereich E-Gaming dagegen sind mit dem klassischen Sport nicht unmittelbar in Verbindung zu bringen. Sie fordern aber natürlich gewisse Eigenschaften. Ich habe sie vorhin gerade genannt. Und als Teil der Jugend- und maßgeblich jungen Erwachsenenkultur kommen unsere Sportvereine an der Debatte rund um E-Gaming und virtuelle Sportarten auch nicht vorbei. Das merken wir Land auf, Land ab. Aber die Frage ist eben am Ende des Tages, gelingt es, digitale Angebote in Strukturen von Sportvereinen zu integrieren, ohne dabei die klassischen und seit vielen Jahrzehnten bewährten Sportangebote zurückzusetzen oder gar in ihrer Rolle und Bedeutung im jeweiligen Verein zu verkleinern. Das kann nicht unser Wille sein angesichts einer sehr erfolgreichen Sportförderung über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Und meine Damen und Herren, wir haben als Politik seit Jahrzehnten den Sport ausdrücklich bewusst gefördert mit seinen gesundheitlichen und sozialen Wirkungen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass hier am Ende etwas ausgespielt wird gegen die Frage E-Games oder E-Sports. Und wir dürfen es auch am Ende nicht zulassen, dass Vereine vor der Frage stehen, schaffe ich ein neues Turngerät an oder schaffe ich einen Bildschirm an? Da müssen wir dann am Ende des Tages auch bei der Frage von Förderungen sehr klar und deutlich trennen, weil das wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und wir brauchen aber auch nicht eines. Wir brauchen auch keine Nachhilfe von der AfD, dass die Gamesbranche ein großes wirtschaftliches Potenzial hat. Natürlich, der Teilmarkt Computer, Spiele und Software nimmt innerhalb der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft regelmäßig Spitzenplätze bei Umsatz und Beschäftigung ein. Und das Innovationspotenzial der Gamesbranche ist unbezweifelbar groß. Und wir erkennen diese Bedeutung auch an, ausdrücklich. Und natürlich gibt es auch Förderung von Seiten des Wirtschaftsministeriums, von Seiten des Wissenschaftsministeriums, von Seiten des Digitalministeriums. Und man ist dort im stetigen Dialog, wie man hier noch weiter für Kooperation und Vernetzung sorgen kann. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag zur 20. Wahlperiode von CDU und Grünen niedergelegt. Da geht es auch um die Frage Start-up, da geht es um die Frage von technischen Innovationen, da geht es um die Frage von Weiterentwicklung und Bereichen von Virtual Reality und KI. Und natürlich müssen wir da vor allem auch die kleinen und mittleren Unternehmen in den Blick nehmen, denn da ist hessisches Steuergeld am Ende des Tages zur Förderung auch sinnvoll aufgehoben. Aber, meine Damen und Herren, dass mittlerweile eigenständige E-Sportgruppen und sogar Vereine entstehen, bringt es mit sich, dass der organisierte Sport mit seinen Verbänden beantworten muss, ob man diesem neuen Trend ein Dach bieten möchte. Und da geht dann natürlich auch zurzeit diese Diskussion intensiv vonstatten. Und es entstehen einzelne Gruppen, Abteilungen. In TuS-Griesheim ist es beispielsweise der Fall, wo man es als Testphase an der Stelle erst einmal gemacht hat und gesagt, wir machen keine eigene Abteilung, aber wir lassen zumindest einen gewissen Platz zu. Der Vizepräsident des Landessportbundes ist dort ja auch engagiert. Und wir müssen wiederum als Politik jetzt in den kommenden Monaten sehr eng im Dialog bleiben mit allen Beteiligten, um zu schauen, wie kann man konkret Brücken schlagen zwischen dem analogen, dem klassischen Sport und dem digitalen Angeboten von Sport bis Gaming. Das werden wir sehr genau beobachten. Den vorliegenden Antrag der AfD brauchen wir nicht als Diskussionsgrundlage dafür. Den werden wir ablehnen. Mit dem können wir hier nicht arbeiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die FDP darf ich Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kollege Hofmeister hat zumindest auch im realen Leben die richtige Sportart ausgesucht, aus meiner Sicht. Wir haben beide geturnt in unserer Jugend und auch noch im Erwachsenenalter. Meine Damen und Herren, Herr Schaus, wenn Rolf Müller noch ein Argument gebraucht hätte, um ein Problem mit E-Sports zu haben, dann haben Sie das heute geliefert. Wenn er noch gezweifelt hat, ob das anerkannt werden muss oder nicht, ist nach der Rede klar, wie seine Meinung aussehen würde. Ich glaube aber, dass wir
in der Tat ernst nehmen müssen, was für eine große Bewegung hinter dem Bereich der Gamer steht. Das sind mitunter deutlich, ja, das ist kein Widerspruch, das sind mitunter deutlich mehr als in anderen Bewegungen, die sich überwiegend freitags organisieren. Es geht um hunderte Millionen Menschen, die sich regelmäßig an Bildschirmen bei Meisterschaften, wo auch immer, am Fernseher versammeln und sich die Spiele und Meisterschaften anschauen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar in Asien. Es ist aber auch eine zunehmende Bewegung in Europa ersichtlich. Was ich damit deutlich machen will, ist, dass man so oder so die Branche, die Games-Branche ernst nehmen muss und dass man auch die Bewegung der Gamer ernst nehmen muss und diese auch entsprechend fördern und unterstützen muss, weil man solche Bewegungen in einer Gesellschaft nicht einfach außer Acht lassen kann. Wir müssen schauen, wie wir das anstellen können. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Wo sind die Grundlagen dafür? Ausgangspunkt der Gamerbranche sind die Spiele, die gespielt werden. Und die werden hergestellt in der Games-Industrie. Und wenn ich dann sehe, wie wir in Hessen dort aufgestellt sind, dann stimmt mich das ein Stück weit sorgenvoll. Wenn wir von 200.000 Euro Fördermitteln ausgehen, die im Haushalt dafür drinstehen, und bis vor kurzem, nach unserer Kenntnis zumindest, von diesen 200.000 Euro in die Kreativwirtschaft hinein noch nichts an Förderung ausgeschüttet wurde, dann ist das sehr schade, weil wenn man hier große Worte spuckt, Frau Gronemann, Entschuldigung, das nehme ich zurück, wenn man hier große Worte reden schwingt, dann aber der eigene parteiangehörige Wirtschaftsminister da nicht richtig in die Pötte kommt und die Landesregierung insgesamt nicht richtig in die Pötte kommt, dann ist es schwierig, weil man kann lange über Sportförderung debattieren. Im Ergebnis geht es auch hier um einen Wirtschaftszweig und einen Wirtschaftsfaktor, den wir in Hessen für uns erschließen wollen und erschließen müssen. Meine Damen und Herren, man kann sich sehr intensiv und umfassend mit diesem Thema auseinandersetzen. Das hab ich auch gemacht. Ich war bei der Sportjugend Hessen. Oliver Ulloth war dabei. Es waren noch ein, zwei Kolleginnen und Kollegen dabei. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben uns den ganzen Tag angeschaut, auch mal ein paar Spiele gespielt. Da war auch übrigens der KSV Baunatal und hat sein Projekt vorgestellt, das auch nicht nur auf Begeisterung gestoßen ist. Auch da werden nicht nur virtuelle Sportarten gespielt, sondern auch andere Spiele gespielt. Und das zeigt, wie differenziert dieses Thema anzugehen ist. Ich will, dass wir uns mit dieser Bewegung beschäftigen. Ich will, dass wir schauen, wie muss man auch Visa-Regelungen machen, wie muss man unterstützen, dass Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, ihrem Hobby, dem Gaming nachgehen können und sich dort auch mit anderen austauschen können. Aber man merkt schon an der Formulierung, die spannende Frage ist, ist das wirklich Sport im Sinne von physischer Bewegung, Aktivität? Dann wird immer Koordination und anderes angeführt, aber ich glaube, ganz so einfach kann man es sich nicht machen. Und Herr Kaffenberger, wenn Sie sagen als SPD, natürlich ist das Sport, dann zitiere ich aus der Pressemeldung der Bundestagsfraktion vom 20. Februar, die überschrieben ist mit der Überschrift E-Sport ist nicht gleich Sport. Vom sportpolitischen Sprecher Detlef Pilger der SPD-Bundestagsfraktion, wo weiter ausgeführt ist, sind eben bis auf wenige Ausnahmen die E-Sports-Spiele nicht als Sportart anzuerkennen. Und das zeigt die ganze Schwierigkeit in der Debatte und auch die ganze Uneinigkeit innerhalb der verschiedenen Fraktionen, wo der eine, ja, ne, doch schon, er wollte es schon auch als Sport verstanden wissen und in den Sportbereich aufgenommen haben. So habe ich es zumindest verstanden. Und das ist eine spannende Frage, weil da geht es dann auch um die Verteilung von Geldern, da geht es auch um die Strukturen insgesamt. Und, meine Damen und Herren, wenn eben Autonomie des Sports so gesehen wurde, dass es nur die Entscheidungsfreiheit ist, ob man die aufnimmt oder nicht aufnimmt, die Autonomie des Sports geht es ein Stück weit weiter. Autonomie des Sports bedeutet auch, dass man innerhalb des Sports die Regeln festlegt, nach denen gespielt wird. Und hier sehe ich, wenn ich E-Sports sehe, durchaus Probleme und Herausforderungen, weil die Regeln im Bereich E-Sports und der E-Games, die legen die jeweiligen Unternehmen fest, die die Spiele produzieren. Und das kann es nicht sein, dass dann bei Olympischen Spielen, was ja das Ziel ist, am Ende nach Regeln irgendeines japanischen, chinesischen oder was auch immer Konzerns gespielt wird und diese entsprechend beachtet werden müssen. Und das sind so Herausforderungen, die in der komplexen Debatte mir manchmal zu kurz kommen, im Dafür E-Sports und im Dagegen E-Sports als Sport anzuerkennen. Ich glaube, dass man diese Debatte eben sehr differenziert führen muss, dass wir aber auf der einen Seite jedenfalls die Gaming-Branche als einen wichtigen Bestandteil in der Gesellschaft ansehen müssen, aber auf der anderen Seite auch die Sportbewegung als solche im Blickpunkt behalten müssen.
Wenn wir jetzt mal auf den Sport eingehen, dann haben wir den DOSB, der im Endeffekt tatsächlich entscheidet, was aufgenommen wird oder nicht. Darüber kann die Politik gar nicht entscheiden. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können festlegen, hier im Landtag gar nichts übrigens, im Bundestag, der kann festlegen, ob Gemeinnützigkeit hergestellt wird oder ob sie nicht hergestellt wird. Das ist der einzige Punkt. Und da laufen die Debatten dann auch schon wieder sehr schnell auseinander, wenn man sich die verschiedenen Spiele anschaut. Die ganzen Shooterspiele, die ganzen Spiele, wo es um Gewaltspiele geht, die werden dann natürlich auch als gemeinnützig anerkannt. Weil die Trennung, ob es jetzt ein virtuelles Sportspiel ist oder ob es ein Ballerspiel ist, die lässt sich rechtlich ja so nicht nachvollziehen, weil es von der Konstruktion her das Gleiche ist. Das heißt aber auch, jeder, der für die Gemeinnützigkeit von E-Sports plädiert, plädiert dafür, dass Gewaltspiele als gemeinnützig erklärt werden. Und das muss man den Menschen draußen auf der Straße, zu Hause, den Eltern erklären. Wenn daheim der Sohn, die Tochter sagt, nein, Eltern, ich kann nicht rauskommen, ich muss noch trainieren, weil er gerade Counter-Strike spielt. Ja, das ist aber so im Ergebnis, weil er abends noch ein Turnier hat und irgendwie noch für trainieren will. Und diese Debatten und Diskussionen, die muss man erst einmal führen, und die zeigen, wie komplex und schwierig diese Debatte ist. Wir sind der Auffassung, meine Damen und Herren, dass wir weiter im Kontakt mit dem Deutschen Olympischen Sportbund stehen müssen, dass wir weiter auch mit dem Landessportbund uns austauschen müssen, was wir als Fraktion auch tun. Und dass wir dann natürlich insbesondere reinhören müssen, was dort gewünscht ist, auch, weil natürlich es eine Chance ist, junge Menschen auch in die Vereine zu bekommen. Aber das muss natürlich auch entsprechend organisiert sein. Und die Strukturen im Bereich des E-Gamings passen auch nicht wirklich überall auf den Vereinssport, wo man sich eben zusammentrifft und Sport treibt. Viele Gamer sitzen in Deutschland international verteilt vor ihrem PC und spielen zusammen. Das kann man auch als Verein anmelden, aber das hat jetzt mit einem Vereinsleben, Sportverein, nichts zu tun, meine Damen und Herren. Auch das muss man an der Stelle im Hinterkopf behalten. Deswegen belassen wir es doch bei den zuständigen Stellen, beim Landessportbund, beim DOSB, wie sie damit umgehen wollen. Die sehen das sehr kritisch. Sie sehen es etwas weniger kritisch bei den virtuellen Sportarten, weil sie sagen, dass in diesem Bereich es unterstützend sein kann, Menschen auch einzubinden. Und dann sehen wir zum anderen auch, wenn wir die Bewegung der Gamer sehen, die weiteren Aufgaben, die dahinter stehen, in Richtung soziale Aspekte. Das ist einer der vielen Kritikpunkte, dass es Ziel sein muss, die Menschen aus ihren Zimmern rauszuholen, in Gesellschaft zu bringen. Das ist richtig. Aber dafür braucht es dann entsprechend andere Organisationsstrukturen, die, glaube ich, eine ganz eigene Organisation erfordern. Meine Damen und Herren, wir werden das Thema heute nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal diskutiert haben. Wir hatten es schon im Ausschuss, den dringlichen Berichtsantrag, nächstes Mal nur ein Berichtsantrag der SPD-Fraktion. Wir werden uns mit dem Thema weiterhin beschäftigen müssen. Es ist differenziert anzugehen. Für uns als Freie Demokraten steht fest, dass die Gaming-Branche als solche Unterstützung verdient, dass auch die Gamer-Szene unterstützt werden muss in den Rahmenbedingungen, die sie braucht. Für uns steht aber ebenso außer Frage, dass der gemeinnützige Sport als Landessportbund, Deutscher Olympischer Sportbund, weiterhin vorbehaltslos unterstützt und gefördert werden muss und dass es hier nicht dazu kommen darf, dass Mittel, die jetzt für gemeinnützigen Sport verausgabt werden, künftig in andere Bereiche gelenkt werden, die entsprechend auch einem Wirtschaftsfaktor unterliegen. Deswegen sind wir hier für eine klare Trennung dieser beiden Bereiche. Wenn es verschmilzt, dann bitte im Rahmen der Bereitschaft der Sportvereine und des Sportbundes. Das ist unsere aktuelle Position. Wir werden uns aber auch weiterhin mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Innenminister Peter Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielleicht lassen Sie mich vorneweg eine Bemerkung insofern machen, als dass das Thema E-Gaming, das Thema in Verbindung mit Sport ja keine Frage von Modernität ist oder ein Ausdruck von digitaler Kompetenz, wenn man sich mit dieser Begrifflichkeit am Ende schmücken möchte, sondern es geht um eine, wie ich finde, zumindest viel, viel grundlegendere Frage, und die möchte ich gerne beleuchten. Die Frage ist die, wollen wir der Industrie erlauben, der Gaming-Industrie erlauben, dass sie für ihre Produkte die positiven Attribute des Sports nutzen kann oder nicht?
Ich bin da wie der DOSB und wie ich auch heute gelesen habe, der Hessische Städte- und Gemeindebund, ehrlich gesagt dagegen. Aber ich will damit ja nicht das Spielen an Konsolen verbieten. Ich will auch nicht präjudizieren, ob es vielleicht Zusammenschlüsse von denen, die miteinander spielen, gegeneinander spielen, ob das nicht möglicherweise gemeinnützig ist und deswegen irgendeine steuerliche Anerkennung verdient, was, glaube ich, das wesentliche Ziel der ganzen Debatte ist. Aber das ist jetzt mal nur eine Bewertung von mir. Ich will auch nicht den Sportvereinen verbieten, dass sie sagen, wir machen jetzt mal eine Abteilung auf und lassen dort junge, ältere Leute sich mit Konsolen sozusagen sich beschäftigen, möglicherweise sogar unter Anleitung. Das will ich in keiner Weise irgendwie verbieten oder nicht zulassen oder so, sondern mir geht es darum, ist das Sport? Wir haben ja auch Turn- und Gesangvereine. Turn- und Gesangvereine in unserem Land. Niemand würde auf die Idee kommen, dass Singen jetzt Sport ist. Und deswegen ist diese Diskussion wirklich bitte auf den Kern zu führen. Nämlich die Frage, ist es Sport oder ist es kein Sport? Und ich sage, Sport ist etwas Besonderes in unserer Gesellschaft. Sport hat eine integrative Kraft, wie wir das an vielen, vielen Stellen miteinander bemüht haben, die ziemlich einzigartig ist. Sie sorgt nämlich dafür, diese integrative Kraft sorgt dafür, dass Menschen aus aller Herren Länder, dass Menschen aus allen unterschiedlichen Milieus in einer Gesellschaft, ob sie was in der Birne haben oder nicht in der Birne, ob sie was im Geldbeutel haben oder nicht im Geldbeutel haben, die kommen zum Sport zusammen. Und das zeichnet den Sport in einer Form aus, dass er eben etwas Besonderes ist und auch eine besondere Behandlung verdient. Ich finde die 8000 Vereine, die wir in Sportvereine, die wir in unserem Land haben, 2 Millionen Menschen, die sich dort engagieren, wahrscheinlich in der Größenordnung zwischen 100.000 und 200.000 Ehrenamtlichen, die das alles organisieren. Das sind alles Kräfte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, die Menschen in unserer Gesellschaft zusammenführen, die ihnen einen Gemeinschaftsraum bieten. Und deswegen sage ich, das ist Gemeinschaft, das ist am Ende Vermittlung von Werten. Und das macht den Sport halt eben in einer besonderen Form aus. Das ist etwas Besonderes. Und im Übrigen, das ist auch der Grund, warum wir den Sport fördern. Das ist der Grund, warum wir alleine in Hessen in der Größenordnung von über 50 Millionen Euro in den Sport, Sportinfrastruktur, Vereine, in die Organisationen usw. so hineinstecken. Das ist der Grund, diese integrative Kraft des Sports. Und die möchte ich in jedem Fall für die Zukunft erhalten. Und deswegen, finde ich, müssen wir uns mit der grundlegenden Frage auseinandersetzen. Und zu der grundlegenden Frage gehört, dass der Sport unbestreitbar gesundheitsfördernd ist, dass er Werte vermittelt, dass er eine sozial stabilisierende Funktion hat. Und, meine Damen und Herren, ich war am Montag zur Eröffnung der Europäischen Woche des Sports in Frankfurt. Be active heißt das. Be active. Da geht es darum, dass in Frankfurt Menschen, vor allen Dingen junge Leute, das sind unsere Zielgruppe, dass die sich engagieren. Dafür geben wir Geld. Da hat das Sportministerium am Ende ermöglicht durch diesen Landtag 65.000 Euro an den Deutschen Olympischen Sport, an den Deutschen Turnerbund, die das organisieren, gegeben, damit Kinder dort Sport treiben, weil wir ein Interesse daran haben, dass sie sich bewegen. Meine Damen und Herren, 80% der Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft haben Bewegungsmangel. 40% bewegen sich überhaupt nicht. Und ich finde, dass wir alles daran setzen sollen, unter vielerlei Gesichtspunkten, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, dass wir die jungen Menschen aktivieren. Und dafür brauchen wir den Sport. Und ich sage, den richtigen Sport brauchen wir dafür, meine Damen und Herren. Ich erkenne ausdrücklich die
Die Landesregierung erkennt die Konsolenspiele als Teil einer modernen Jugend- und Alltagskultur an. Dass wir die im Rahmen von Wirtschaftsförderung auch unterstützen müssen, das ist nicht meine Frage, ist nicht mein Thema. Es geht nur allein um die Frage, ob wir am Ende der Gaming-Industrie erlauben, sich komplett oder in Teilen eben mit diesen Attributen zu schmücken, die ich gerade eben mal ganz kurz nur für den Sport skizziert habe. Es ist natürlich so, dass wir bei dem Gaming eine Situation haben, die sagen wir mal, ein bisschen schwierig ist. Wir haben Suchtpotenziale. Bewegungsmangel habe ich schon angesprochen. Seien Sie mir nicht böse, es ist schon angeklungen, der Sport steht für Werte wie Fairplay, Respekt, Achtung vor dem Mitspieler. Bei so manchen Spielen, ich weiß nicht, ob die der ein oder andere im Kopf hatte, als er von E-Sport gesprochen hat, aber bei so manchen Spielen sind das nicht sozusagen die Gegenstände des Spiels. Da geht es darum, möglichst viele Menschen zu massakrieren. Ich finde, dass das ein Wert ist, der diametral der Sportbewegung entgegensteht. Und deswegen sage ich, nein, lasst es uns nicht zulassen, dass wir das Sport nennen. Gewaltdarstellung, Gewaltverherrlichung. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich will auch nicht die Frage noch mal, noch weiter in Erinnerung rufen, wie das damals vor einigen Jahren bei den Amoklagen war. Da hatte man eine Überlegung, was könnte dafür verantwortlich gewesen sein. Wie gesagt, ich will das hier nicht aufklären und nicht weiter vertiefen. Aber ich sage natürlich schon, Volleyball und Tischtennis brauchen keine Freigabe von der FSK. Spiele schon. Und den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die Frage Autonomie des Sports. Also die glückliche Situation, wir müssen es hier im Hessischen Landtag am Ende nicht entscheiden, sondern der Sport muss es entscheiden. Der Sport entscheidet, was Sport ist. Aber der Sport ist gut beraten, aufzupassen, dass er bei der Haltung, die er im Moment eingenommen hat, auch ein Stück weit bleibt, weil es ist, glaube ich, bei dem Kollegen Müller und beim Kollegen Hofmeister angeklungen, der Sport bestimmt auch die Regeln. Der Sport muss seine Regeln auch bestimmen. Nur dann ist es Sport. Dann gehört es mit zur Autonomie des Sports. Bei der Gaming-Industrie bestimmt der Sport nicht die Regeln, wenn man es als Sport nennen wollte, sondern da bestimmen Überlegungen, wirtschaftliche Überlegungen, da spielen Attraktivitätsüberlegungen eine Rolle. Aber jedenfalls mal gibt der autonome Sport die Findung der Regeln in diesem Bereich aus der Hand. Und deswegen meine ich, sollten wir uns zuletzt davor hüten, es der Industrie zu erlauben, sich mit den Attributen des Sports zu schmücken. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Daddeln, ich bin nicht gegen die Spieleindustrie. Ich bin sehr wohl dafür, dass wir dort als Hessen auch mit offenem Herzen sozusagen natürlich denen begegnen. Mir geht es nur um die Frage, mit welchem Werbeattribut dürfen Sie durch die Lande ziehen. Und ich sage Ihnen, der Sport sollte dafür nicht missbraucht werden. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, dieser Antrag geht nach der Aussprache nun an den INA zur weiteren Beratung.